Hey Leute, der Sturm geht weiter. Ariane ist durch eine kurze nächtliche Begegnung mit Robert einmal mehr bezaubert von ihm. Um sich zu beweisen, dass sie ihre Gefühle trotzdem unter Kontrolle hat, lotst sie Erik in ihr Zimmer und verführt ihn. Doch plötzlich überkommt sie die Fantasie, in Roberts statt in Eriks Armen zu liegen. Doch dann wacht sie auf, und Erik auch. Maya ist geschockt, dass Florian Konstanzes Antrag annimmt. Sie kommt daraufhin zu dem Schluss, dass Florian sich endgültig gegen sie entschieden hat. Konstanze und Florian gelingt es währenddessen als angebliches Pärchen, die Baronin von Zweigen zum Spenden zu bewegen. Doch als Florian Konstanze klarmacht, dass sein Herz noch immer Maya gehört, heckt sie einen neuen Plan aus. Christoph und Rosalie halten die Sonnbichlers als ihre Buhle-Gegner für keine große Konkurrenz. Doch bei einem Trainingsspiel gelingt es Alfons, Hildegard so weit anzuspornen, dass die beiden gewinnen. Rosalie gibt Christoph daraufhin die Schuld an ihrer Niederlage und geigt ihm leidenschaftlich die Meinung. Gleich zum nächsten Video, dann warte bis zum Abspann. Ich hoffe, es ist klar, dass ich nicht immer jedes Bild genau zum Text auswähle und dass der Text vielleicht mal etwas von der nächsten Folge drin hat. Aber wieso? Aus einem Grund. Zeitmangel. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.